Am Samstag war ich in Bingen am Rhein. Rhein in Flammen. Das habe ich irgendwann mitbekommen auf Instagram und ich habe mir gedacht, oh, so ein Feuerwerk wäre doch mal wieder was Nettes. Noch dazu, dass ich schon wusste, dass die Feuerwerke, die dort abgeschossen werden, nicht nur eins ist, sondern mehrere. Und dann habe ich mich eben informiert. Ich habe leider vor Ort, weil so viele Leute da waren, nichts gefilmt oder nur das gefilmt, was ohne Ton dann ist und ein bisschen Zeitraffer gemacht, zwei Sequenzen und vor allen Dingen Fotos. Ich habe auch schon in der Dämmerung angefangen, da wird es also auch noch so eine Art Zeitraffer-Sequenz geben. Ich habe Verschiedenes ausprobiert und ich nehme euch einfach mit. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Sven. Ich gehe gerne raus, mache Fotos. Freue mich daran, wenn es klappt. Auch ich muss immer wieder ein bisschen üben, beziehungsweise auch ich muss gerade bei so etwas wie Feuerwerk immer wieder ja, dasselbe Spiel machen, was man immer machen muss als Fotograf. Ich muss vor Ort Entscheidungen treffen. Und warum sage ich das jetzt hier so in aller Deutlichkeit? Weil ich schon gehört habe, Sven, du erklärst in deinen Videos nicht, wie es geht. Es gibt für ein gesteuertes, geführtes, choreografiertes Feuerwerk keine feste Belichtungszeit. Es gibt keine feste Einstellung. Es gibt eine Grundeinstellung, auf die sich dann eure Entscheidungen aufbauen. Das möchte ich euch erklären. Währenddessen zeige ich euch hier Aufnahmen. Mit welchem Objektiv ihr rausgeht, hängt natürlich davon ab, wie weit ihr weg seid. Ich hatte auf Vollformat gesehen ein 24-200 dabei und ein 140-600. Ich habe MFT, deswegen diese Monsterbrennweiten. Normal habe ich das 70-300, was das MFT-Objektiv ist für die langen Sachen, für ein paar Aufnahmen vorher verwendet. Die habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen oder seht sie gerade. Da habe ich auch ein bisschen bearbeitet, wie ich wollte. Das war jetzt nicht alles, dass das alles gleich aussehen muss, so wie mir das in den Sinn kam. Feuerwerk habe ich ausschließlich mit dem 12-100, also 24-200. Nein, das ist kein Reisezoom, das ist eine Pro-Linse von Olympus. Ein sehr, sehr gutes Objektiv, was wirklich bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe, weil ich es wirklich fast immer drauf habe. Ganz toll. So. Aber ihr müsst mit eurer Ausrüstung los und deswegen gehe ich auch nicht speziell auf gewisse Olympus-Möglichkeiten der Langzeitbelichtung ein. Da werden nämlich einige Leute sagen, warum hast du nicht das benutzt? Habe ich benutzt, ist aber meistens nicht ideal. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich erkläre es euch so, dass ihr es versteht und wenn ihr rausgeht und ein Feuerwerk fotografiert, bitte nicht Silvesterfeuerwerk, das ist was anderes, sondern ein Feuerwerk, wo irgendwo abgeschossen wird, es gibt Volksfeste und so weiter. Ihr habt genug Gelegenheit zu üben und vielleicht auch gleich mit richtig guten Aufnahmen nach Hause zu kommen. Und deswegen gut zuhören, ich versuche es euch zu erklären. Also, wo ist das Problem? Oder was braucht ihr? Fangen wir mit dem an, was ihr braucht. Ihr braucht natürlich eine Kamera, ihr braucht ein, das muss kein super lichtstarkes Objektiv sein, ihr müsst nämlich eh abblenden. Ihr braucht also ein gutes Objektiv, was scharf ist. Ein Zoom ist ganz praktisch, weil man nie genau weiß, wo man hin will und wie nah man ran muss, ne? Was das Gesichtsfeld ist, wie hoch der die Raketen abschießt. Es gibt kleine Raketen, es gibt große Raketen. Von daher nicht denken, oh, jetzt kommen ein paar kleine und da gehe ich drauf. Nein, ihr braucht einen sogenannten Kabelauslöser. Ja, es gibt Leute, die sagen, das mache ich alles über die App, übers iPhone oder so. Wenn ihr einen Auslöser anschließen könnt und habt keinen, kauft euch einen. So teuer sind die Dinger nicht und das ist wirklich toll. Auslösen bzw. draufdrücken, belichten. Oh, loslassen, fertig, gucken. Und da sind wir jetzt beim Punkt, wie mache ich denn das? Also, wie ist so ein gesteuertes Feuerwerk, also choreografiertes Feuerwerk? Der Künstler, meistens der Chef von diesem Unternehmen,
der kreiert etwas. Anhand des Budgets und so weiter versucht der, tolle Aufnahmen zu machen. Ich blende euch jetzt mal eine Aufnahme ein, damit ihr versteht, was ich meine. Das ist so ein Bild. Ich sage jetzt bewusst ein Bild, was der sich ausgedacht hat, das schieße ich in den Himmel. Nicht gleichzeitig übrigens. Das kann hintereinander passieren. Dafür belichtet ihr ja länger. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das müsst ihr verstehen. Die Belichtungszeit ist unterschiedlich. Die Belichtungszeit richtet sich nicht nach, sie richtet sich nach der Anzahl der Raketen und nicht nach der Helligkeit. Weil die Raketen sind heller oder dunkler, ihr belichtet sie permanent. Theoretisch, wenn nur eine Rakete abgeschossen wird, könnt ihr 20 Sekunden belichten. Es kommt ja keine weitere Rakete hinzu. Von daher kein Problem. Nur wenn ihr 20 Sekunden belichtet und der schießt in der Zeit 20 Raketen ab, dann ist das Bild überbelichtet. Oder ihr habt so stark abgeblendet, dass das auch nicht mehr schön aussieht. Versteht ihr das? Habt ihr das so grob verstanden? Die ISO fest einstellen. Auto-ISO ist verboten. Ich hatte, glaube ich, die ISO auf 400, habe dann etwas abgeblendet. Und dann, das ist auch ein wichtiger Punkt, manuell fokussieren. Ihr müsst im manuellen Fokus sein. Wenn ihr auf den Auslöser drückt und eure Kamera fängt an zu fokussieren, habt ihr schon verloren. Das wird nichts, das Bild wird unscharf. Das könnte mal ein interessantes Bild geben, aber eben unscharf. Bitte manuell fokussieren und auch nicht ständig dann den Zoom ändern, weil dabei verändert sich meistens auch der Fokus ein wenig und eine unscharfe Aufnahme, die dann vielleicht gut geworden wäre vom Bildaufbau und allem, das ist doch richtig ärgerlich. Also nicht so viel rumfuhrwerken, einmal ordentlich scharf stellen, übrigens früher an der Location sein, da wird es ja in der Regel schon dunkel, dann kann man mal eine Belichtung machen. Und jetzt ist das A und O, ihr habt ja meistens, auch in Bingen zu sehen, Umgebungslicht. Wie lange müsst ihr denn so belichten können, um so ein Bild aufzunehmen? Ich sag jetzt mal 5, 8, 10 Sekunden sollte es gehen. Wenn ihr etwas kürzer belichten müsst, weil extrem viel hochgeschossen wird, dann spielt die Stadt keine Rolle. Dann müsst ihr einfach nur die Anzahl der Raketen im Auge behalten, sag ich mal. Im Übrigen im Auge behalten. Man guckt nicht durch die Kamera. Man guckt auf das Feuerwerk. Nebenbei kann man das nämlich auch noch genießen. Ihr seht, wenn die Raketen abgeschossen werden, wenn ihr, ja, je nachdem, wie weit ihr weg seid und so weiter, also auf den Ton könnt ihr nicht gehen. Ja? Ihr seht, da fliegt was nach oben. Dann wisst ihr, gleich geht eine große Rakete los, also explodiert. Auslösen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Startsignal. Fupp, 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 drei Raketen fliegen hoch, auslösen. Bis die oben sind, passiert nicht viel in der Aufnahme, außer die Ortschaft wird belichtet. Aber die Raketen, da gibt es halt eine kleine, recht dunkle Linie von dieser Kugel, die hochgeschossen wird. Das sind ja immer Kugeln, diese Raketen, ne? Die Profis machen ja solche Kugeln. Übrigens, ich glaube, die größte Kugel ist irgendwie so groß, wird in Japan abgeschossen, ein Monster. Also, das sieht man. Die Dinger zerplatzen. Und dann muss man natürlich gucken, kommen da weitere Raketen? Schießt der vielleicht unten was Kleines ab? Das ergibt dann Bilder. Und jetzt müsst ihr irgendwann euch trauen, einfach zu sagen, so, die Raketen sind zu Ende, ich höre auf. Jetzt kommen vielleicht schon die nächsten Raketen. Könnt ihr gleich wieder auslösen. Das ist halt das Risiko. Am besten guckt ihr aber jetzt mal hin. Ist das Bild vielleicht viel zu hell? Wenn ihr nur noch weiße Spuren seht, garantiert zu hell. Histogramm könnt ihr vergessen. Glaubt mir, ihr müsst das anhand des Bildes machen, was ihr auf eurem Display seht oder durch den Sucher, je nachdem, wie ihr durchgucken wollt. Das ist natürlich auch ein bisschen Wissenssache. Lieber etwas unterbelichten und ein bisschen Gas geben in Lightroom, als dass ihr keine Farben mehr seht. Das ist mir auch passiert, aber das waren auch, und das ist das nächste Problem, es gibt dunkle Raketen, dunkles Feuerwerk und es gibt helles Feuerwerk.
Und gerade alles, was weiß und glitzert und viel, ergibt dann eben auch mal ein Bild, was nicht so schön ist. Also jedenfalls nicht perfekt. Und das könnt ihr auch nicht retten, weil die Lichter zu reduzieren, funktioniert da nicht mehr. Müsst ihr so lassen, wie es ist, versucht den Rest gut zu machen und dann darf das auch mal sein. Wenn ihr also seht, der schießt große Raketen ab, dann kann man in der Regel etwas die Blende zumachen. Oder wenn viele Sachen kommen, ja, wenn wirklich lange viel kommt, Blende zu. Das sind alles Entscheidungen, die müsst ihr vor Ort treffen. Und das geht wiederum nur durch Übung. Das bedeutet, bei einem Feuerwerk, gut, wenn das 20 Minuten gibt, dann habt ihr schon Chancen, am Ende gut zu sein oder ein tolles Bild zu machen. Ja, und am Ende ist das Bild immer fantastisch. Ja, also das gestellte Bild, nicht eure Aufnahme. Die ist nur dann gut, wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Und das wiederum hat eben auch wieder was mit Erfahrung zu tun. Rausgehen, Fotos machen, bei Nacht Strichspuraufnahmen. Manche Leute stellen sich auf eine Autobahnbrücke und machen einfach mal so eine Strichspuraufnahme. Hast du noch nie gemacht? Probier es doch einfach mal, weil im Grunde ist jeder Autoscheinwerfer genau dasselbe wie eine Rakete. Und wenn du das zu lange belichtest, hast du nur noch weiße Stellen im Bild. Wenn du zu kurz belichtest, sieht nicht gut aus. Also da das Richtige zu finden, die richtige Entscheidung zu treffen, ist im Grunde das Lernen auch für ein Feuerwerk. Bei Silvester funktioniert das ganz anders. Da gibt es nur Raketen, die man aufnimmt. Und ich mache das mittlerweile immer so. Ich nehme immer einige Aufnahmen auf, sodass das nicht überbelichtet ist. Und dann baue ich verschiedene Aufnahmen zu einer zusammen. Und das ergibt dann eben Silvesterfeuerwerk mit extrem viel Raketen wie eine Langzeitbelichtung. Ja? ND-Filter oder sowas braucht ihr nicht. Ich habe am Anfang mal ein bisschen mit ND-Filter rumgespielt, allerdings nicht beim Feuerwerk, sondern bei anderen Aufnahmen. Braucht ihr nicht. Ihr müsst ISO 200, ISO 400 hatte ich, glaube ich, dann am Ende. Die Blende war, ich glaube, 5, 6, manchmal Blende 8. Das war's dann auch. Offenblende habe ich da bei dem Objektiv nur Blende 4, aber ihr braucht kein lichtstarkes Objektiv. Garantiert nicht. Ihr braucht Übung und wieder Übung und nochmal Übung und dann bekommt ihr so Bilder hin. Mehr oder weniger sind sie mir ja gelungen, nicht alle übrigens. Das gebe ich hier auch unumwunden zu. Aber ich glaube, der ein oder andere wird da nicht mal groß Kritik üben. Ich hoffe, ich habe alles erzählt. Geht raus, macht Fotos. Geht raus, übt das. Lernt eure Kamera kennen. Ihr solltet eure Kamera im Dunkeln bedienen können. Ihr müsst fühlen, an welchem Knopf bin ich gerade. Und wenn man sich verdreht, da habe ich jetzt am falschen Knopf gedreht, wieder zurückdrehen. Fotografieren ist eine Handwerkskunst. Und wer Künstler sein will, muss sein Handwerkszeug beherrschen. Ciao, tschüss, euer Sven. Bis zum nächsten Mal.